Lade dir jetzt World of Warships über den Link in der Beschreibung runter und spiel kostenlos mit. Du bist ein neuer Spieler? Dann registriere dich jetzt, um ein exklusives Starterpaket im Wert von 25 Euro zu erhalten. April, April. Scherze sind am 1. April einfach nicht wegzudenken. Daher haben auch Namen aus der Gaming-Branche den Tag schon häufiger genutzt, um sich einen Spaß mit ihren Fans zu erlauben. 2018 präsentierte Sony auf Facebook etwa ein Brettspiel, welches man mit bis zu 3 Mitspielern im lokalen Netzwerk zocken könne. Path of Exile machte sich im selben Jahr den Hype um Battle Royale zunutze und warb am 1. April mit einem entsprechenden Spielmodus. Doch nicht immer bleibt es nur bei den als Witz gemeinten Ankündigungen oder kleinen Spielereien. Gerade bei Entwicklern sorgte die eine oder andere Alberei für so viel positives Feedback, dass daraus offizielle Titel wurden. Einige dieser Spiele haben wir euch in diesem Video mal zusammengestellt. At Google, we seek to hire the most exceptional people. Das bekannteste Beispiel ist wohl ohne Frage Pokémon Go. Obwohl der ursprüngliche April-Scherz noch nicht einmal als wirkliches Spiel gedacht war, so ist die Idee für das Augmented Reality-Phänomen aus genau diesem entstanden. Am 1. April 2014 gab es auf Google die Pokémon Challenge, in deren Rahmen Nutzer durch Zuhilfenahme von Google Maps Pikachu-Figuren finden sollten. Verantwortlich dafür zeichnete Niantic, der spätere Hersteller von Pokémon Go, der zu diesem Zeitpunkt noch lediglich ein Teil des Google-Konzerns war. Die Pokémon Challenge stoß jedoch auf so viel Zuspruch, dass Gründer und Chef John Hankey Nintendo eine Kooperation vorschlug, um aus dem Witz Realität werden zu lassen. Und wie es das Schicksal so wollte, war der Mario-Konzern gerade sowieso auf der Suche nach einer Smartphone-Spiel-App. Es folgte also alsbald eine offizielle Zusammenarbeit, in deren Rahmen 20 Millionen Dollar in die Entwicklung von Pokémon Go flossen. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Welcome to the future. The year is 2007. Nuclear war has nearly destroyed our planet. Einen etwas abgefahreneren April-Scherz erlaubte sich Publisher Ubisoft mit seiner Far Cry-Reihe. Am 1. April 2013 veröffentlichte der Gaming-Gigant auf seinem YouTube-Kanal einen Trailer zu Far Cry 3 Blood Dragon, augenscheinlich einer Erweiterung des Hauptspiels im Arcade-Stil. Was genau hinter dem Titel steckte, konnte allerdings nur gemutmaßt werden. Ist es ein eigenständiges Spiel, ein DLC oder einfach nur ein Scherz seitens Ubisoft? Die Antwort lieferte das Unternehmen schließlich selbst. Ein paar Tage nach dem YouTube-Video bestätigten die Verantwortlichen, dass es sich bei Blood Dragon tatsächlich um ein vollwertiges Spiel der Reihe handele, das als Parodie auf diverse 80er-Jahre-Actionfilme gedacht sei. Entsprechend hält Blood Dragon an den bekannten Gameplay-Mechaniken fest, ergänzt die actiongeladene Ballerei aber zudem mit Synthi-Musik, Neonfarben, käsigen Dialogen und Robodinosauriern. Eine tolle Kombination. He's here to save the world. A brand new Conan experience. Conan Chop Chop. Mit einem Trailer zum 1. April begann auch die Geschichte von Conan Chop Chop, das im zweiten Quartal dieses Jahres erscheinen soll. In dem Video wird auf humorvolle Art und Weise gezeigt, welche abgefahrenen Features das Spiel haben wird. Beispielsweise kann man, haltet euch fest, nach links und rechts schlagen oder sich im Eye of the Storm-Modus mit über 2000 anderen Spielern gleichzeitig messen, bis am Ende der letzte Überlebende gewinnt. Das Entwicklerstudio Funcom, auch bekannt für Conan Exiles, erhielt für den Gag allerdings so viel positives Feedback, dass es nicht lange dauerte, bis die Entwicklung von Conan Chop Chop tatsächlich begann. Natürlich werden die ambitionierten Pläne des Trailers nicht in vollem Umfang übernommen. 12K-Auflösung oder 9 Milliarden zufällig generierte Dungeons erscheinen auch etwas utopisch. Nichtsdestotrotz können sich Fans wohl auf ein solides Action-RPG freuen, das sich selbst nicht sonderlich ernst nimmt. Am
Als fertiges Spiel zum Tag des Schabernacks erschien 2014 der Goat Simulator der schwedischen Coffee Stain Studios. Laut Entwicklern ein Oldschool-Skating-Game, nur dass ihr eben eine Ziege spielt und statt Tricks Dinge kaputt macht. Ein Konzept, das bei den Spielern wohl gut ankam. Auch dank der diversen Glitches und Bugs, die für teils aberwitzige Szenen sorgten. Entsprechend hat der Ziegensimulator mit den abgedrehten physikalischen Gesetzen mittlerweile 4 Erweiterungen spendiert bekommen, 6 Millionen Exemplare verkauft und dabei 10 Millionen Euro eingespielt. Und auch wenn die Spielerfahrung des Goat Simulators dabei alles andere als innovativ oder tiefgreifend geblieben ist, sind die Bewertungen der Community noch immer fast durchgehend positiv. Man sollte das Feedback der Spieler aber durchaus mit Vorsicht genießen. Schließlich wird der Ziegenspaß hauptsächlich wegen seines Kultstatus und weniger für seine spielerische Erfahrung gelobt. Together we will forge this empire. (lacht) 2002 erlaubte sich auch Blizzard Entertainment einen April-Scherz mit seinen Fans. Vor 18 Jahren kündigte der US-amerikanische Spieleentwickler an, eine 5. Rasse in das Echtzeit-Strategiespiel Warcraft 3 zu implementieren. Dafür wurde sogar eine eigene Webseite angelegt, auf der unter anderem die Geschichte und die Einheiten der neuen Pandaren-Rasse erklärt wurden. Entsprechend hofften viele Spieler, als im Jahr 2011 das 4. World of Warcraft Add-on namens Mists of Pandaria angekündigt wurde, auf einen erneuten Witz. Der Twist blieb allerdings aus. Stattdessen versicherte Chris Metzen, Vizepräsident der Kreativabteilung von Blizzard, auf der BlizzCon 2011 noch einmal, dass es sich wirklich um das nächste Kapitel in WoW handle. Ob das Add-on seinen Ursprung tatsächlich in dem damaligen April-Scherz hat, bestätigte er dagegen leider nicht. Für viele Mitglieder der WoW-Community scheint das aber naheliegend zu sein. Deshalb werden die Pandaren auch 9 Jahre nach ihrer Einführung noch immer von vielen Fans belächelt. What is worth fighting for? Die Entwickler von Idea Factory sind normalerweise nur für ihre Action-RPGs rund um Protagonistin Neptunia bekannt. Umso verwunderlicher war es, als das japanische Studio letztes Jahr Neptunia Shooter ankündigte. Zumindest bis zu einem Blick auf den Kalender. Der per Twitter veröffentlichte Teaser, in dem man Neptunia im 2D-Look über den Bildschirm fliegen und dabei Horden von Gegnern zerschießen sieht, erschien nämlich, Überraschung, am 1. April. Wieso der Spieleentwickler den Titel zunächst als Scherz deklarierte, ist jedoch unklar. Naheliegend ist aber die Vermutung, dass zunächst die Meinung der Community eingefangen wurde, um dann zu entscheiden, ob das Spiel eine Zukunft hat oder nicht. Das würde auch erklären, wieso Neptunia bereits im Folgemonat, am 21. Mai, als vollwertiges Retro-Shoot'em-up erschienen ist. Entweder war der benötigte Entwicklungszeitraum sehr klein, oder das Spiel stand bereits am 1. April in den Startlöchern. Einen wirklichen Erfolg konnte Neptunia Shooter unabhängig davon allerdings nicht verzeichnen. Als reine Marketingstrategie nutzte Sega den 1. April letzten Jahres aus, um seinen neuen Ableger der Yakuza-Reihe zu promoten. In einem Video, das das Spieleunternehmen zunächst als Scherz abtat, wurde gezeigt, dass das Kampfsystem im 7. Teil, Like a Dragon, von Beat'em Up auf ein rundenbasiertes System umgestellt werden solle. Kurze Zeit später machte Sega jedoch eine Rolle rückwärts. Das alles sei kein Witz gewesen. Das neue Yakuza komme tatsächlich mit geändertem Kampfsystem daher und habe natürlich auch sonst noch diverse Verbesserungen parat. Ob dieses Vor und Zurück letztendlich dafür gesorgt hat, dass das Spiel besser aufgenommen oder generell mehr gehypt wurde, sei mal dahingestellt. Fest steht aber, Sega will das Feedback zum Kampfsystem im Auge behalten und wenn nötig auch zum alten Stil zurückkehren. In Japan ist Yakuza 7 Like a Dragon seit dem 16. Januar 2020 erhältlich. Der westliche Markt wird voraussichtlich noch im Laufe dieses Jahres bedient.
Darüber hinaus gibt es natürlich noch diverse andere Spiele, die aus ursprünglichen April-Scherzen entstanden sind. Da wäre beispielsweise der Ego-Shooter Superquad, der das Spielprinzip von Superhot mit der Grafik des 90er-Klassikers Quake kombiniert. Entsprechend ballert ihr euch hier durch dunkle Dungeons und Massen von Dämonen, nur dass ihr eben die Zeit verlangsamen könnt, indem ihr auf der Stelle stehen bleibt. Und auch der Standalone-DLC Saints Row 4 Enter the Dominatrix geht eigentlich auf einen 2012 veröffentlichten Witz von Publisher THQ zurück. Das Spiel wurde allerdings nicht einmal ein Jahr später Realität. So könnt ihr euch tatsächlich aus der namensgebenden Dominatrix, einer Computersimulation voll BDSM-Thematik, befreien und dabei verrückte Superkräfte und Alien-Technologien zum Einsatz bringen. Der typische Saints Row-Wahnsinn eben. Zu guter Letzt wäre da noch der Prügeltitel Fighting X Layer, der von Entwickler Arika am 1. April 2017 als namenloser Prototyp veröffentlicht wurde. Mit dem wollte sich das Studio eigentlich nur mit der Unreal Engine 4 vertraut machen. Dank des positiven Fanechos wurde daraus allerdings ein vollständiges Spiel, das schließlich im Juni 2018 für die PS4 erschien. Ihr seht, nicht jeder April-Scherz bleibt eine lustige Eintagsfliege. Haltet also am besten auch dieses Jahr die Augen offen. Verratet uns in den Kommentaren auch gerne euren liebsten April-Scherz aus der Gaming-Branche. Und lasst uns ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Für noch mehr Tests, Specials und News aus der Welt der Videospiele besucht uns auch mal auf pcgames.de.